Tokio erstrahlt schon im Lichtermeer. Es ist hier schon weihnachtliche Stimmung, auch wenn das hier natürlich Laubbäume sind, aber alles im bunten Farbglanz. Und wem das noch nicht genug ist, der wird sich gleich wundern, denn hinter mir ist ein begehbarer Weihnachtsbaum. Ich weiß gar nicht, ob man den so draufkriegt hier. Also es ist schon ganz schön skurril, was hier los ist. Skurril ist auch das, was wir in den Märkten im Moment sehen, denn wir sehen, dass der DAX ist wahnsinnig nach unten gekommen. Die 13.000 ist nicht mehr arg weit entfernt, zumindest mal gefühlt für den einen oder anderen schon sogar mit dem Warnzeichen versehen, dass der Markt da auch durchgeht. Und tatsächlich ist das durchaus möglich und sogar zu erwarten. Denn wir hatten eine so scharfe Abwärtsbewegung, die so viel Power mitgebracht hat, dass durchaus auf sowas noch mehr folgt. Das wäre zumindest das typische Bild. Was jetzt interessant ist, wie der Kurs als nächstes eben agiert. Geht es jetzt ein bisschen wackelig nach oben? Bärenflagge ist das Stichwort. Hätten wir die besten Voraussetzungen, dass noch mehr kommt? Damit rechne ich ehrlich gesagt. Das einzige Positive ist im Moment gerade beim Nasdaq zu sehen, denn der ist so wackelig runtergekommen, dass man sagen kann, hey, wenn der den nächsten Schub nach oben oder beim nächsten Schub nach oben das Zwischenhoch durchstößt, dann hätten wir da sogar diese bärische Phase überstanden, das Hoch überschritten und dementsprechend wieder ein Kaufsignal. Das ist allerdings tatsächlich beim Nasdaq eine Besonderheit. Wir müssen damit rechnen, dass es nicht so schön beim amerikanischen Dow Jones, S&P, also im breiten Markt aussieht und eben im deutschen DAX, also dass wir da eben das nicht ganz so schick vorliegen haben. Da bin ich eher der Meinung, wenn es jetzt mal nach oben geht, noch Vorsicht walten zu lassen, insbesondere solange der Markt wackelig nach oben geht. Im Moment tut das ja noch gar nicht so richtig, da sind wir eher so auf Halten eingestellt. Das ist aber die Hausaufgabe, da heute mal drauf zu gucken, wie es da im Moment aussieht und vor allen Dingen, wie es da im Moment dann noch weitergehen wird. Der Euro und der US-Dollar, der hat einen schönen, also dieses Währungspaar, das hat eigentlich einen ganz schönen Verlauf mit Chancen, wirklich nochmal weiter nach oben zu gehen. Kleine Rücksetzer jetzt gehabt, der kann auch ein bisschen größer noch werden, trotz alledem. Long ist eigentlich das angesagte Bild dort und beim Gold ist es ähnlich, also ein sehr ähnliches Bild dort, was wir sehen auf den verschiedenen Ebenen. Es spricht einiges dafür, dass wir von den kleineren Ebenen immer dann auf die größeren uns triggern lassen. Also eine gute Chance, dass da sogar noch mehr geht. Ansonsten heute Nachmittag gibt es Termine, wenn ich das richtig weiß, 14:30 Philly Fed und um 16 Uhr gibt es Verkäufe der bestehenden Häuser, wenn ich das richtig weiß. Aber wichtig, um diese Uhrzeit dann auf jeden Fall mal auf den Markt zu gucken, ganz egal, wie die Daten dann rauskommen, aber zu wissen, da ist eine deutliche Bewegung zu erwarten. Und gerade nach dem Abverkauf, den wir jetzt hier haben, wird es spannend sein, ob diese Bewegung vielleicht dann mal wieder einen Schub nach oben gibt. Das würde zumindest mal für mögliches neues aufkeimendes Vertrauen sprechen. Oder ob diese Bewegung eigentlich sogar noch mehr für die Abwärtsseite spricht, wenn der Kurs dann nochmal beschleunigt nach unten geht. Also auf jeden Fall ein Hingucker, um diese Uhrzeit nochmal drauf zu gucken. So, ein Hingucker ist auch das, was hinter mir jetzt ist. Ich weiß nicht, ob Ihnen davon übel wird oder ob Sie schon in Schwärmen kommen, wenn Sie an Weihnachten denken. Jetzt wettermäßig ist das hier strahlend blau gewesen, tagsüber warm. Jetzt hier um die Uhrzeit auch schon ganz nett aufgefrischt, also fast so ähnlich wie in Deutschland, vielleicht ein paar Grad noch wärmer. Aber es wird doch kühler und wie es an den Märkten, ob es abgekühlt weitergeht oder noch sich ein bisschen aufheizt, das werden wir dann sehen. Ihnen dafür erstmal alles Gute und liebe Grüße aus Tokio.